Jared ist wunderschön. Das ist, er ist ein toller Mensch. Ist ein toller Mensch ist das. Wirklich, in Herzensgut. Wirklich, ich glaube, im Inneren ist in allen Menschen, außer in Sonja. Sonja ist komplett Abfahrt. Einfach Mülltonne. Boah, immer ruhig bleiben. Nein. Absolut aggro. Wie kannst du in dem Moment sowas schreiben? Nein, alles gut. Wir haben aber nur zwei Balken verloren. Wir haben es leider nicht gesehen, wie er uns abgesetzt hat. Oh nein. Och nee, Alter. Wir sind aber auch so hohl und rennen immer in die Cops rein, ne? Okay, wie sind wir jetzt in diese Position gekommen, dass wir hier oben sind? Das verstehe ich nicht. Wir können da nicht runter. Warum steht da einfach so ein... Ist das vielleicht der Wagen von Fanny oder wie die hieß? Hier waren wir doch schon mal. Warte mal. Wir kommen gleich wieder zu dem See. Ich meine, eigentlich war es eine gute Tour. Wir haben viele Errungenschaften, ich meine Eigenschaften wieder freigeschaltet. License and registration. Sure. Just a second. And why are you heading to the border? I have a friend who lives nearby. That's it. Nothing illegal. I see. Können wir hier irgendwas machen? Nee, ne? Wir können auch nicht runter. Wir können nur die Patrouille gucken quasi. Wir können nicht... Immer derselbe Weg am Ende, genau. Ja. Aber die kontrollieren überall. Ich glaube mittlerweile auch ein bisschen härter als vorher. Mann, das Polizei. Ich komme doch gar nicht darunter. Ich kann doch gar nicht darunter laufen. Kann ich nicht. Das ist immer unsichtbare Wand. Ich habe es ja schon probiert. Man muss hier lang. Man muss hier lang. Also hier runter komme ich leider nicht. Vorher konnte man da nicht durch den Zaun. Ey, ich bin hier schon lang gelaufen. Wir waren hier schon mal. Ich bin hier schon lang gelaufen, 100%. Den Weg kenne ich schon. Da passiert. Wobei, warte mal, hier waren wir noch. Warum ist das so rot da oben? Ja, warte mal, hier waren wir noch gar nicht. Und da kann man auch nicht. Hier waren wir doch nicht. Das sieht manchmal nur gleich. Aber ich war der Meinung, dass wir schon mal durch den Zaun gelaufen. Oder? Eigentlich. Und Seilrutsche verwenden. What? Alter, die schießen sogar auf Jugendliche, ich hab das gehört. Geil. Das war ja mal gemütlich. Wo ist denn das Rohr jetzt hin? Ist es abgebrochen oder was? Ach da, wow. Ach du Scheiße, ey. Ja, wir können uns wieder hinsetzen und was spielen, aber ich glaube nicht, dass das irgendwas ändert. Wir können jetzt quasi nach rechts. Können wir hier wieder zurück? Weil hier sind wir ja eigentlich nicht hergekommen, ne? Hier sind wir beim ersten Mal hergekommen. Das weiß ich. Ich dachte halt vielleicht, wir können jetzt hier wieder irgendwie einen anderen Weg nehmen. Aber ich glaube, es läuft immer darauf hinaus. Hier war die Straßensperre gerade, ne? Wir waren da. Es läuft immer darauf hinaus, dass man halt zu diesem See kommt. Wofür brauchen wir denn die 50 Dollar? Wofür waren die denn nochmal? Ich habe das schon wieder vergessen. Also den Tunnel, da werden wir ja jetzt nicht mehr durchgehen. Weil die Karte haben wir ja sowieso nicht mehr. Ich denke mal, es wird jetzt wahrscheinlich so gut, es geht darauf hinauslaufen, dass wir uns irgendwie an der Grenze vorbeischmuggeln wollen, oder? Ja, es gab so eine Art Passierschein, glaube ich, konnten wir kaufen. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Den konnten wir uns holen.
Aber das war auch schon alles. Wer weiß, ob wir damit durchkommen. Das ist halt die Frage. Go vote. Das ist nicht von mir. Die sind von mir. Das hat jemand anderes hier angebracht. Können wir einen Gipfel besteigen? Den haben wir schon bestiegen und das war nicht schön. Das war hart ungemütlich, aber ich glaube, hier müsste Geld liegen, oder? Oder haben wir kein Geld hingelegt? Okay, das haben wir schon gelesen. Ist halt jetzt die Frage, wollen wir Geld hinlegen oder nicht? Erholen könnte halt hier auch nochmal wichtig sein, aber ich glaube, wir sollten eigentlich fein sein damit. Ich weiß, dass wir schon mal hier waren, das ist mir bewusst. Wir waren immer hier. Jedes Mal. Go vote. Aber guck mal hier, die B ist auch schon wieder, ne? Wir behalten mal das Geld und vielleicht brauchen wir es noch. Ich weiß es nicht. Was ist das für eine Pipeline eigentlich? Habe ich mich vorhin schon die ganze Zeit gefragt. Kommen wir aber auch nicht dran vorbei, ne? Nee. Wäre eigentlich auch mal interessant, wenn wir in der Höhle mal schlafen würden, ne? Was ist, wenn da jemand kommt? Der Weg neigt sich langsam dem Ende. Der Gipfel ist ungemütlich. Der Gipfel ist sehr ungemütlich. Ich möchte da nicht nochmal hin. Da wird mir schwindelig. Okay, da sind wir wieder. Auf ein neues. Ist das nicht der Dude aus dem Bus? What are you doing here alone? Alter, der Bürger ist ja riesig, ey. Wie die Grenze überqueren. Don't be one of those kids sneaking into a truck. Believe me, you'll never make it. Now okay. Be careful out there. You hear? Okay, wir gehen nicht in den Truck. And drinks? Can I help you at all? Wir gehen nicht in den Truck, Alter. Niemals. Wollen wir uns Essen kaufen? Ich glaube, wir behalten das erstmal, oder? Nein, wir gehen nicht in den Truck. Absolut nicht. Wir haben andere Möglichkeiten da unten. Wir können andere Sachen machen. Aber was ist halt die Frage? Was ist dein Stand? Don't know whose stand it'd be if it wasn't. Er sagt halt auch immer das Gleiche, ne? Of course, I've sent him out on the road. Sent a few here too. But the real protest here will go down on election day. Hm. Glaube nicht, dass wir ihn fragen. Kid, you gotta show more discretion. There are guards here who'd like nothing more than to arrest us. Can we trust you? Okay. You see that path on my left? Follow it and you'll find some people who can help you. Okay, da wo. You'll need cash. Ja gut, da waren wir schon, freedom, ne? Kid. Da waren we'll wir schon. Rooting for you. Genau, ich dachte am Anfang, die werden vielleicht, die haben uns in den Tod geschickt oder so. Aber ich glaube nicht. Die Frage ist jetzt, gehen wir nochmal links oder wollen wir es hier probieren? Das ist halt das Ding. Snacks and drinks? Can I help you at all? Wir können das Schloss vom LKW knacken, wir können uns hier irgendwie dazwischen zwängen, da verlieren wir aber zwei Balken. Oder hier können wir auch knacken. Oder wir können halt runter. Ja, Glücksschwein können wir eigentlich auch. Stimmt, was macht das Glücksschwein eigentlich? Wir haben beim letzten Mal schon Geld gelassen. Ich denke, die $3 haben wir noch. Ob du die Grenze überquerst oder nicht, du wirst immer deine Erinnerung an den Roadtrip haben. Achso, das ist Glückskeks. Schau mal links, was es da gab. Ich weiß, was es da gab. Es war irgendwie so eine Art, es war irgendwie so eine Art Passierschein, den man sich, oder so ein Ausweis, den man sich kaufen konnte. Meine ich. Schön, dass er uns auch jetzt immer vorbeilässt einfach, ne? Interessiert ihn gar nicht mehr. Kommt 20.000 Leute. Einmal, beim ersten Mal hat er gefragt, den Rest nie wieder. Hier, sie war das, ne?
Who wants to know? Maybe I can help with that. The important word being maybe. LOL! Fine. But this is against my better judgment. Just don't slow me down. Scheiß auf Kohle! Was jetzt? Durch die Errungenschaft oder durch die Eigenschaft können wir einfach sie dazu bewegen. Nee, das Ende ist es nicht. Ach du Scheiße. Wären wir einfach mal in den Truck reingegangen, ey. Was ist denn das jetzt? Okay, before we go farther, I'll need what we agreed on. Kannst du bitte den Preis etwas runtergehen? Look, business has been good, so I'll give you a discount. Wir sind die Superhändler. Kannst du noch weiter runtergehen? Don't try me. Ich hab nicht so viel. Then good luck with the guard. Nein! I'm out of here. Bitte warte, 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 warte. Sorry, kid, you're on your own. Nein, ich hab ge. Ich war zu gierig. Warte doch. Nein, ich kann das doch nicht alleine. Warte doch, nein. Nein. Ich wollte nur gucken, wie weit wir gehen können. Ich Vollidiot. Ich habe vergessen, welches Spiel wir spielen. Oh mein Gott. Tobi, ganz stolz auf dich. Ganz stolz immer. Mach jetzt nicht sowas. Hör auf. Hey, don't be scared. Alles in Ordnung? I tried to cross. I guess my night vision is non-existent. Komm mit. I was hoping you'd say that. Follow me. I know the way. Pass auf, der wird uns jetzt einfach so in die Scheiße reiten. Go. Willst du das Licht nicht anmachen oder ist das gerade dein super Gameboy, der uns vor allem beschützt irgendwie? Oh Gott. Wir können ihn halt auch einfach da sitzen lassen, ne? That light ahead. I think it's a guard. Oh ja. Can be bought. Du Fuchs. I'll follow you. Wie? That's all right. Ich dachte du. Du willst mich echt verarschen. Echt jetzt? Echt jetzt? Bin ich jetzt ein Schutzschild oder was? Oh. Wie sollen wir das denn machen? Also jetzt mal ernsthaft, wie sollen wir das machen? Der leuchtet doch die ganze Zeit da ins Dings rein. Oder können wir hier? Nee, können wir nicht. Wir müssen zu ihm laufen. Wir müssen dahin laufen. Hi. Ich such die Toilette. And? 100 Dollar? You're seriously trying to bargain right now? You got guts, kid. Bitte. No way. Hey, hope you have your running shoes on. Warum? This is why. Two kids just got past me. They're trying to escape. Run! Get back here. Alter, ihr wollt mich verarschen, oder? Oh mein Gott! Hurry! Ja, los! Oh mein Gott, willst du mich verarschen? Hunde! They spotted us. Ja, okay, 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 ich bin da dabei. I'll lift you. Junge!
Ernsthaft jetzt? Gotcha! You've been arrested. No one said it would be easy to reach the border, let alone cross it. Er wollte mich gerade hochheben, hat mich runtergefallen lassen. Warum hast du die Folge? Junge, wisst ihr, wie hektisch das ist? Ihr sitzt da in euren Scheißsesseln. Ich muss die ganze Zeit Entscheidung treffen. Das ist halt Kacke, Mann. Ihr macht es euch viel zu einfach. One journey that ends, others are only beginning. Was für aus Geiz verhaftet? Bist du dumm? Was für Geiz verhaftet? Wir hatten kein Geld. Weil die Frau uns weggelaufen ist. Ja, toll. Scheiß doch drauf. Leute, ihr seid voll unfair. Ohne Witz, Mann. Ihr sitzt da die ganze Zeit. Ja, also das hätte ich aber. Also das ist doch doof, dass man das. Also das. Also ganz ehrlich. Also bitte. Also wie kannst du so eine Entscheidung treffen? Also ohne Scheiß, Leute, ne? Spiel doch selber. Ja, ich merke, dass das nicht schlimm ist. Das merke ich sofort. Merke ich die ganze Zeit. Mann. Hello, Sonia Sanchez here. Welcome to the Sonia Show. Ich hasse es. Wirklich, ich ist kotzen. Ohne Witz. News exclusive. I've learned that das war nicht nur ein Kommentar. Das war nicht nur ein Kommentar. Transferring a prisoner. The brigades overwhelmed the officers during a refueling stop and released the prisoners. Ganz schlimm. Here tonight is Officer Green, who fortunately survived this brutal attack. Officer Green, can you tell us what happened? Well, me and Officer Thompson were refueling on our way to a more secure facility when we were suddenly attacked by at least 10 brigades. Terrible. These brigades, they're just violent criminals. Was sie labern, ne? Is there anything we can do to help? Yeah. If anyone knows anything about the people who did this, or have seen these fugitives, call the Sonia hotline or your local authorities at once. Thank you, Officer Green. In very good news, a large network of smugglers helping teens cross has recently been dismantled by security forces. Thank you for keeping our country secure, Border Forces. Now let's take a moment to look at the latest candidate polls. Looks like Tyrak is still the preferred candidate. In a nutshell, voting for Flores equals voting for violence. Don't vote for violence. Vote for Tyrak. As you know, The Sonia Show is very concerned about our youth, who continue to mysteriously disappear. Let's view today's missing teen report. Remember, if you have any information, please call the Sonia hotline. Eine Runde mit Chat-Entscheidungen würde einfach 1000 Jahre dauern, weil wir jedes Mal einen Poll machen müssen. We count on your support. So, wir sind wieder da und müssen uns entscheiden. 1979 Kilometer von der Grenze, 1219 oder 1287. 6 Energie, 4 oder 3. The hotline is available 24 hours, 7 days a week. Let's bring these teens back home. Seit 12 Tagen vermisst. Wir nehmen einfach die längste Strecke. And that has been the Sonia Show. Also Leute, da ganz ehrlich, tut mir leid, dass ich da gerade so reagiert habe, aber da müsst ihr echt mal ein bisschen runterschalten, ohne Mist. Das ist nicht so geil. Wir haben einfach nur eine Eigenschaft nicht, ne? Oh, Papa Bär! Da ist er wieder! Once you've discovered Petria's beauty, you'll never want to leave.